Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen unsere neue Version 7 vorstellen zu dürfen. Version 7 steht unter dem Motto Mobilität. Der Browser gehört womöglich zu der Software, welche man im Alltag am häufigsten verwendet. Ein Browser ist heutzutage auf jedem System zu finden, sei es ein PC oder auch ein mobiles Gerät. Mit dem neuen Password-Safe Web Access können Sie von nun an plattformunabhängig auf Ihre Daten per Browser zugreifen. Hierzu haben wir uns von der erfolgreichsten Suchmaschine der Welt inspirieren lassen. Zum ersten Mal haben wir das Designkonzept völlig verändert. Ordner sind nebensächlich. Ganz nach der Devise finden statt suchen. Selbstverständlich können Sie auch Einträge bearbeiten oder auch neue hinzufügen. Wie gewohnt können die Benutzer nur auf die Daten zugreifen, auf welche sie berechtigt sind. Von Anfang an war PasswordSafe eine leistungsstarke und funktionsreiche Software, aber dennoch intuitiv zu bedienen. Unser Ziel war es, ab Version 7 dies auch mobil anzubieten. Genau das haben wir in einer App umgesetzt. Die App ermöglicht das Abrufen von wichtigen Daten zu jeder Zeit. Die App steht für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung. Die Daten können Sie bequem mittels Datei, WLAN, Cloud-Anbietern wie iCloud oder Dropbox synchronisieren. Die App bietet zudem innovative Neuerungen wie AirPass oder GeoFAV. Viele Verbesserungen aus der Praxis haben wir ebenfalls in der neuen Version 7 umgesetzt. Unter anderem haben wir das Tabs-System signifikant verbessert. Sie können nun Passwörter, Remote-Desktop-Verbindungen, Internetseiten im Tab öffnen und sich dort auch automatisch authentifizieren lassen. Bei den Passwortrichtlinien steht Ihnen eine Verwaltung zur Verfügung, die es ermöglicht, Richtlinien für nahezu alle Bereiche anzuwenden. Auch ein Ausschluss von bestimmten Passwörtern kann bequem hinterlegt werden. Funktionsrechte wie zum Beispiel das Synchronisieren mobiler Geräte stehen ab Version 7 gruppenbasiert zur Verfügung und erleichtern somit die Rechtevergabe. Innerhalb der Berechtigungen stehen nun auch Reports zur Verfügung, somit können Sie schnell auswerten, welcher Benutzer oder Gruppe wie auf den Datensatz oder auch Ordner berechtigt ist. Über den Mehrfacheditor können Sie schnell und einfach mehrere Datensätze bearbeiten, zum Beispiel das Passwort oder Benutzername, abändern. Sperrvorlagen stehen ebenfalls mit Version 7 zur Verfügung und können wie bereits die Siegelvorlagen im Workflow oder Tasksystem verwendet werden, um Datensätze automatisch zu sperren. Das Logbuch protokolliert alle Änderungen feldbasiert und Workflow-Änderungen werden nun ebenfalls erfasst. Dies waren einige Neuerungen der Version 7. Ich freue mich, Ihnen weitere demnächst vorstellen zu dürfen.